Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Wimmelbildprojekt, das hier heißt Dark Mysteries, der Seelensammler. Ja, nein, das ist jetzt nicht die Fortsetzung von dem anderen Wimmelbildspiel, wo ich gedacht hätte. Nee, da gibt es tatsächlich einen anderen zweiten Teil. Den muss ich mal schauen, ob ich den vielleicht mir hole noch. Der da direkt zum anderen passt mit dem, wie heißt es wieder? Traumfänger dann hier. Ja, also auf jeden Fall. Ich habe erst gedacht, weil es hier heißt der Seelensammler. Also das ist jetzt wieder ein anderes Bildnetz-Spiel hier. Und jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, der Ton ist so in Ordnung. Also nicht zu laut vom Spiel. Ich habe das schon ordentlich runtergeregelt. Anleitung brauchen wir ja keine eigentlich. Wir werden das spielen. Und ich hoffe auch, dass jetzt momentan der Soundbug, den ich zurzeit hier habe, hier immer wieder, dass der jetzt im Moment mal schweigt, dass ich hier nicht irgendwie wieder so Gritteln und Kratzen drin habe hier in der Tonspur. Also in der Kommentatorspur, das ist komisch, dass es nicht im Spielsound drin ist, sondern meistens in der Kommentarspur. Das könnte ja nur darauf hinweisen, dass irgendein Treiberproblem mit dem Mikrofon ist oder sonst sowas. Und es ist aber mal da und mal nicht da. Das ist ja ganz große Witz hier, ne? Oder wenn ich OBS neu starte, dann kommt es wieder oder dann kommt es wieder nicht. Das ist auch immer so eine Sache. Ich weiß nicht, was da momentan ist, aber ja. Wir machen es einfach mal spielen, würde ich sagen. So, ich heiße natürlich Legolas. Ich meine, der Soundbug, der tritt meistens auch häufig auf, wenn ich jetzt hier Scrap Mechanic aufnehme oder so. So, wir machen da gar nicht groß lang rum. Wir wollen keine Klickstrafen oder sonst so ein Quatsch. Wir wollen es eigentlich einfach haben und gut ist. Ich meine, wir müssen ja nicht unbedingt hier jetzt und so und von der Hilfe leiten lassen, ne? Spielen. So, das kommt mir da ein bisschen bekannt vor. Detektiv, ich bin es, Charles Dexter Ward. Ich brauche Ihre Hilfe, die Polizei klappt mir nicht. Aber den Wiedergänger gibt es wirklich. Er treibt sein Unwesen auf Paxtuxet Island. Okay, das finde ich jetzt gut, dass ich jetzt hier klicken kann und es in aller Ruhe lesen kann. Kontaktperson Ward. Es handelt sich um meinen Urahn Joseph Kurven. Er kannte das Geheimnis der Unsterblichkeit. Ich hatte gehofft, er würde es mit mir teilen und so fand ich einen Weg, ihn von den Toten zurückzuholen. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Seltsame Morde von der Insel Paxtuxet gemeldet. Keine Antwort von der einheimischen Polizei. Ward behauptet, er war kurz davor, einen Weg zur Unsterblichkeit zu finden. Hier können wir noch blättern anscheinend. Der Wiedergänger Ward behauptet, er habe Joseph Kurven von den Toten zurückgeholt. Okay. Ha, da schlägt der Blitz ein. Hat er ja eine Tesla-Spule gebaut. Ich wollte die Bewohner warnen, doch sie denken, ich sei verrückt. Bitte kommen Sie nach Paxtuxet, Island, und helfen Sie mir, Kurven zu stoppen. Okay, sind wir das oder wer? Interaktive Hilfe. Was heißt das? Interaktive Hilfe. Ich sag jetzt mal nein. So. Gut. Da ist ein Auge. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Der Sound ist mir doch noch ein Ticken zu laut hier. So, okay. Das sind FX oder was hier? Okay. Ja, der schnauft ja wie verrückt hier. Ja, das Postschiff, das wird nirgends mehr hinfahren. Okay. Willkommen. Tickets. Da oben ist das komische Schloss hier. Wir sprechen mal mit dem. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich weiß alles, klingt verrückt. Sie müssen mir helfen, den Wiedergänger zu stoppen. Kurven muss Menschen umbringen, um ihre Seelen zu stehlen, um es zu überleben. Es ist alles meine Schuld. Ich habe ihn befreit. Jetzt durchstreift er die Insel und hinterlässt eine Spur des Todes. Bitte folgen Sie mir. Wir müssen die Morde beenden. Die Morde, genau. War ja, von wegen folgen. Die Brücke wurde von einem Blitz komischerweise zerstört, ne? Ja, toll. Der rote Blitz hat den Weg zum Dorf zerstört, ja. Können wir jetzt hier... Naja.
Da sind Nägel drin, okay. Ja, das als Board wahrscheinlich verwenden, ne? Festgenagelt, ja, Werkzeug. Ach komm, da dreh dich mal ordentlich dagegen und dann fällt das Ding weg hier. Aber wir kennen es ja. Und zufällig liegt hier ein Bolzenschneider rum, okay. Seitenschneider, jawohl. Ja, das ist eigentlich bei uns ein Bolzenschneider, aber okay. So, hier ist ein Chart. Bei stürmischem Wetter kein Fernbetrieb. Sieht aus, als säße ich hier erstmal fest. Ja. Es ist zu riskant, hinüber zu springen. Ach so. Schade. Da können wir Fährstation, können wir da dann rein? Ja, wahrscheinlich. Kann ich das jetzt mit diesem Seitenschneider abknipsen oder wie schaut das aus? Das passt nicht. Oder muss ich da reinklicken? Das hilft dir nicht. Ja doch! Ey, oh Mann! Ha. Dann gehen wir erstmal in die Fährstation, würde ich sagen. Ja, da ist glaube ich schon lange kein Betrieb mehr, so wie sie ausschaut. Hier ist eine Glocke. Anlegestelle. Hör mal klingeln. Reagiert keiner. Okay. Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Er ist nicht mehr am Leben, aber der Kaffee raucht noch, okay. Die andere Hälfte der Zange fehlt. Was war das jetzt hier für ein komisches Ding hier? So ein Schatten hier. Daily News. Mordserie geht weiter. Ward behauptet, Mörder ist sein aus dem 18. Jahrhundert. Seit was? Sein Urahn? Ach so. Ja. Alles klar, das haben wir in den Kurzakten hier auch gelesen. So, naja, also von ihm kriegt man nichts mehr. Er hat ein Emblem auf der Stirn. Er ist tot, keinerlei Verletzung zu sehen. Nur dieses mysteriöse Symbol auf seiner Stirn. Ja, wenn die Seele geklaut ist, dann ist das wahrscheinlich plausibel. So, die Zange können wir aber nicht mitnehmen. Können wir die Tür mal aufmachen? Nee, können wir auch nicht. Mehr können wir hier nicht anklicken. Fundsachenschrank, er ist mit einer Kette verschlossen. Ja, ich glaube, da braucht man einen Bolzenschneider, oder? Oder wie wäre es mit dem Kettenschneider? Ich glaube, das geht noch besser. Nee. So, Seitenschneider, ja. Jetzt können wir reingucken. Ich bin mal gespannt, wie sich das hier gestaltet. Was ist denn das hier für ein Fall, oder? Ah, da haben wir unser erstes Wimmelbildspiel. Und was ist das für ein komisches Geräusch? So, da irgendwelche ekelhaften Würmer irgendwo. So, was braucht man alles? Ich sehe hier nämlich schon Flachmann. Brauchen wir den vielleicht? Nö, ich glaube nicht. Okay, nee. Dann gucken wir mal. Einen Fußball hätte ich anzubieten. Bäh, das Geräusch ist eklig. Atlantik. Das ist ein Hut. Was ist das hier? Ah, man kann hier aufmachen. Was kann ich damit tun? Ah, da ist der Baseball. Ah, da sind viele so versteckte Sachen hier. Der Rettungsring, den nehme ich mal. So, Teddybär. Nehmen wir mal den so lang. Zweimal ein Bild. Ah, das ergänzt sich dann noch. Eine Feldflasche, da der Flachmann hier. Oder? Nö, das war er gar nicht. Okay. Ne, das war das Fläschchen. Ah ja. So, hier haben wir eine Fliegerbrille. Brauchen wir die? Wahrscheinlich nicht, oder? Da haben wir eine Feldflasche. So, was haben wir noch? Hier ist ein Auto. Poseidons Gabel. Ein Holzbein. Na, das nehmen wir mal hier. Okay. Ein Hut, wahrscheinlich das. Was ist das? Ein Taschentuch brauchen wir auch. Brauchen wir auch einen Ring, weil da oben liegt gerade einer. Warte mal, da liegt ein Stift. Was brauchen wir? Ich habe da was gelesen. Buntstift. Ist es ein Buntstift? Okay. Es ist ein Buntstift. So. Schlittschuh. Ein Bild. Warte mal, ist das ein Bild? Ja, das ist ein Bild. Okay. Zählt das als Bild? Nein. Da ist eine Mauserfalle. Okay. Was? Tischtenniskelle? Was ist denn das? Ah, da ist die Handschelle. Da ist noch so ein Fläschle. Mit XXX. Sollte man dann wahrscheinlich nicht trinken. XXX. So, da ist ein Frauenschuh. Und Pömpel.
Was ist da? Nee, das gilt nicht. Kann man es wieder zumachen? Ja, kann man. Bringt uns das was? Nö, oder? Was zum Moment mal ein Sack? Wo ist denn hier ein Sack? Ah, gehen wir nicht auf den Sack. So, was ist denn das hier unten? Brauchen wir wahrscheinlich nicht. So, wo ist diese komische Kelle? Vielleicht können wir die Tasche mal aufmachen. Da ist die Zangenhälfte, okay. Eigentlich ist es doch der Schläger, oder? Diese Hälfte hier. Hier ist ein Gürtel, eine Violine oder was auch immer, eine Geige. Das weiß ich nicht genau. Da könnte natürlich wieder Übersetzungsfehler drin sein, ne? Das ist natürlich immer klar. Ist das das Bild? Ja, okay. Ah, da, das hat ausgesehen wie eine Bürste hier. Also das ist keine Kelle für mich, das ist ein Tischtennisschläger, so. So, ein Fläschchen brauchen wir auch noch und eine Bandage. Das ist aber keine Bandage, oder? Nee, ist es nicht, okay. Das ist ein Zettel. Ah, da ist die Bandage, okay. So, jetzt brauchen wir nur noch das Fläschchen. Oder ist das Wasser, was da immer runterläuft, das komische Geräusch da? Dann noch ein Fläschchen. Nee, das gilt nicht, das gilt nicht, das gilt nicht. Ah, doch, es gilt. Du hast alles gefunden. Das folgende Objekt wird deinem Inventar hinzugefügt. Zangenhälfte. Ja, und mit der Zangenhälfte hier, die wir nicht aufnehmen können, das müssen wir am Tisch zusammenbauen. So. Okay. Alles klar. Ja, das Spiel hat auch wieder exotische Grafikeinstellungen. Ich konnte nicht auf 1980 gehen oder wie heißt es? Ne, 1920 zu 1080. Ich habe jetzt eine andere Auflösung genommen, die dem entspricht. Also dieser, wie ist das ja? Dieser Auflösung eben da 16:9 oder was? Genau. So. Können wir den Falter hier? Ne, können wir nicht. Okay. Ja, dann sind wir doch hier fertig, oder? Mit der komischen Zange, da wo wir jetzt haben, können wir die Nägel wahrscheinlich rausziehen. So. Knarz. Und Knarz. So, dass er keine Leiter gebraucht hat dafür, das wundert mich sowieso. Aber okay. Jetzt können wir das wahrscheinlich da drüber legen. Ja. Küstenstraße. Okay. Ich lege dir die Hand auf und dann macht er irgendwas. Können wir jetzt reden? Kurven, dank Charles werde ich bald unsterblich sein. Nur brauche ich nur ein paar weitere Seelen. Ach, der ist der Typ hier. Und der raubt ihm die jetzt wahrscheinlich. Helfen Sie mir. Hat er Wort gesagt, okay. Ja, nee, er hat ihn jetzt mitgenommen. Ah, ja, das ist so ein Seelenvampir hier. So, da ist er weg. Artefakte. Ausstellung in der Pawtuxet Bank. CD Ward. Sponsor. Okay. Wegen Grabschändung ist der gesucht anscheinend. Okay. Sieht aus wie der Mann, der Ward entführt hat. Er ist der Mörder. Ist er der Mörder? Ja, der ist der Mörder, würde ich jetzt mal sagen. So. Okay. Da ist noch so ein knorriger Baum. Nee, der zählt aber nicht. Da ist eine Schaufel. Können wir die uns ausleihen? Ja, können wir. Was ist das hier für ein Zettelchen? Nummer 1. 12. Dezember 1927. Heute begann ich die Aufzeichnung meines Urahns Josef Kurven zu lesen. Er behauptet, er habe einen Weg gefunden, die Alterung zu verhindern. Das klingt zwar nach einem Märchen, aber wenn es wahr sein sollte, ist dies eine wissenschaftliche Revolution. CD Ward. Okay, kriegt man das jetzt hier irgendwie mit oder bleibt es hier? Es bleibt hier liegen, okay. Da ist eine Tasche. Müssen wir die aufschneiden wahrscheinlich oder weiß ich nicht, weil da schon wieder irgendwas ist. Schloss ist beschädigt, muss die Tasche auf eine andere Weise öffnen. Na komm, da mal ordentlich dran rumgezerrt und dann ist das Ding kaputt. Naja, gut, da ist eine Leiter ohne Sprossen. Brauchen wir die? Nutzlos, es fehlen ein paar Stufen. Ach komm, mit 3 Stufen kommt man auch schon weit. Ein Brecheisen. Ja, verflixt. Dieser Fall muss wohl ohne Brecheisen gelöst werden. Ja, das wäre zu gut. Dann wären wir Gordon Freeman. Ja, wer langt auch so doof hin, dass es reinfällt, ey. Das packe ich und dann ist es gut. Aber ja. Dann wäre das Spiel wahrscheinlich gleich vorbei, wenn wir das Brecheisen hätten. Da könnten wir alle verkloppen. Friedhof. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Sackgasse hoch, ja.
Da geht's dann hier in das Schloss hier, oder was es ist. Da ist die Generalbank. Auf Scotland? Ne, ist er nicht, aber ja. Aber man denkt, wir wären in London oder so, es regnet. So, was ist denn das für eine Korbflasche? Ja, da ist Olivenschnaps drin oder was? Oder keine Ahnung, Birne oder keine Ahnung, wahrscheinlich Öl. Olivenöl. Hochqualitatives, kaltgepresstes Olivenöl. Woher weißt du, dass es kaltgepresst ist? Wahrscheinlich brauchen wir hier einen Zieher, einen Korkenzieher. Den wir nicht haben. Groceries. Okay. Da brauchen wir irgendeinen komischen Griff hier oder Schlüssel. Die Klinke fehlt. Warum nehmen wir da die Klinke? So, der Besen hier, der sah aber besser aus. Kaputter Besen nützt mir nichts. Ja, wieso? Man kann doch das Unterteil nehmen oder den Stock hier und das als Schlagstoff verwenden oder sonst was. Also seid doch mal kreativ, Junge. Was ist mit dem Hund? Ah, da ist der Hund. Ich glaube, dann gehe ich mal lieber nicht an seinen Napf. Er sieht aus, als ob er mich fressen will. Warum? Wie kommst du da drauf? Da liegt noch ein Buch. Nummer 2, 14. Januar 1927. In einem von Corwins älteren Tagebüchern fand ich die Beschreibung eines Rituals. Er war sicher, einen Weg gefunden zu haben, die Toten zurückzuholen. Soll ich ihm glauben oder war er nur ein verrückter Grabräuber? Ich muss dieses Geheimnis lüften. Sieh die Wort. Okay, noch eine Notiz. Was steht hier? Artefakte, Ausstellung dieser Bank hier. Ich möchte diesen Stadtnamen nicht aussprechen, der ist so blöd. So, da ist eine Tür. Solange der Hund die Tür bewacht, kann ich die Bank nicht betreten. Okay, da müssen wir ihm was reinpacken. Der Napf ist leer. Ja gut, wenn ich Hunger habe, bin ich auch wütend. Okay. Völlig legitim, der Hund, ne? So, wir haben ein Messer. Können wir den Hund nicht einfach abstechen? Das hilft mir nicht weiter, doch. Das hilft immer. Oder können wir da mit dem Korken irgendwie extrahieren? Mit dem Messer wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde den Korken nur beschädigen. Och, Mann. Dann ist er doch offen, dann geht's doch auch. Aber da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie einen Schlauch, um da das rauszupümpeln oder so. Rauszuziehen, rauszupümpeln. Wie komme ich denn da drauf, weil ich einen Pümpel gesehen habe mit dem Bild? So, wir gehen mal da weiter. Die Tür zu Wards Haus ist verschlossen. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, ins Haus zu kommen. Ja, wahrscheinlich hier auf dem Balkon. Deswegen war da vorne eine Leiter gestanden. Also hier kommen wir erstmal nicht weiter. Deswegen ist es hier die Sackgasse, okay. Dass die Treppe hier noch ganz ist, das wundert mich eigentlich. So, okay. Ah, die Tür ist ja eher nervig hier. Geht die auf oder komme ich da rein? Ja, komme ich. Okay. Er hat ihn hier. Ach ja, diese... Warum hat er sich nicht gleich fortgebeamt, total in sein Schloss oder weiß ich nicht hier, und zeigt sich da immer wieder? Gut, da ist eine Krypta oder was auch immer, oder eine Gruft, und da ist so ein kleines, wahrscheinlich Totengräberhäusler oder so. Gucken wir doch mal rein. Was ist denn das hier? Eine Uhr, okay. Das Hitler hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Da bräuchte man jetzt, da hätten wir jetzt dieses Brecheisen gebraucht, dieses Nagelholz da. Von innen ein Hölzerriegel vorgeschoben. Ja, und den kann man doch ganz locker hier vor, oder? Oder irgendwie so raus. Na gut, mit der Schaufel können wir da nicht drum machen, okay. Ja, was ist denn da noch für eine Nische? Irgendein komisches Schloss. Hier ist eine Heckenschere. Gartenschere, ja, okay. Sieht aus wie eine Fassung. Ich fasse es nicht. So. Dann gucken wir uns das Häusle hier noch an. Was ist das hier für ein komisches Spiel? Rot und blau. Aber wahrscheinlich muss das hier irgendwo landen. Warum ist das so und das hier so anders? Oder müssen wir hier was einsetzen? Die Teile für den Schließmechanismus fehlen. Ah, I see, I glotz. Ja, da kommen wir ja nirgends weiter. Ah, da ist noch was. Moment mal, das sieht aus wie ein Schlüssel oder Dietrich oder was auch immer. Und hier ist eine Lade, da ist so eine Schnalle. Ja, so eine Schnalle, die brauchen wir wahrscheinlich für diesen Dingsbums. Ja, da wäre doch das aufgegangen, ohne die Schnalle auch, oder? So, dann haben wir diese Aale oder was auch immer. Das ist Zeiger, ein Zeiger. Können wir das hier aufmachen? Der Bolzen sitzt fest, ich kann mit bloßen Händen nicht rausdrücken. Ja, warum denn? Da drehe ich einmal mit dem Schuh dagegen oder mit dem Fuß und dann, oder zieh den Schuh aus und schlag mich mit der Hacke gegen den Bolzen, dann geht es raus.
Sei mal kreativ, Mensch. Okay. Also, da kommen wir auch nicht weiter. Ist das ein Haufen jetzt hier oder was? Autsch, in diesem Haufen sind scharfkantige Steine. Den werde ich mit bloßen Händen nicht umgraben. Ja, wie wär's mit dem Spaten? Oder der Schaufel halt? Ach, die Säge war wahrscheinlich das Scharfe, oder? So, aber da fehlt auch noch ein Griff. Ja, Sägeblatt. So, und dann haben wir hier, man gibt hier viel anzuschauen. Also noch kann ich das noch nicht so bewerten, wie gut das Spiel hier gemacht ist. Aber das alte, das vorherige, das war halt richtig geil gemacht. So, hier ist noch ein Grabstein. Das ist nicht tot. Was ewig liegt, bis dass die Zeit den Tod besiegt. Was für ein seltsames Zitat. Naja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, jetzt können wir mal die Tasche öffnen. Da haben wir ja die Schnalle jetzt. Das hilft mir nicht. So geht das nicht. Was? Ich sollte was anderes... Warum? Oder können wir die aufschneiden? Die Gartenschere wird aus Leder nicht... Oh Gott, Leute. Oder vielleicht das Messer. Das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Okay. Da haben wir dieses Emblem wieder. Da haben wir so ein Stück davon. Jawohl. Ho, neues Ziel. Was ist das? Ja, wir müssen den Hund füttern, das weiß ich auch. Da soll ein Blitz getroffen werden. Mit einer verschlossenen Dose kann ich nichts anfangen. Ach so, das soll Hundefutter darstellen. Können wir das... Na, das Messer haben wir nicht mehr. Naja, Gartenschere wird auch nicht gehen. Aufsägen geht's auch nicht. Mit dem Stein draufklopfen, das würde die Dose öffnen, komm. Keine Ahnung. Der Zettel liegt... der Zettel zeigt, wohin die Teile des Steinsiegens gehören. Ja gut, das weiß ich auch. Ja, das sind anscheinend drei Sachen hier. An der Dose kann ich jetzt noch nichts machen. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Warum auch immer. Ich würde mal probieren, aber es wird nicht funktionieren. So funktioniert das nicht, ja. So, aufsägen. So geht das nicht. Das bringt mich nicht weiter. Ja, gut. Dann können wir hier erstmal wieder nichts machen, wie immer. Ja, gut, Leute. Aber ich denke, jetzt sind wir auch erstmal am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, es gefällt euch soweit, das Spielchen hier, das neue. Ja, dann sage ich erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Hinterlasst mir doch ein Like, einen Kommentar und vielleicht ein Abo, denn nur so werde ich unterstützt hier bei meinem Kanal und so weiter. Ne? Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego.